Ich möchte heute Morgen ein Wort lesen aus Römer 12, zunächst Vers 14. Römer 12, Vers 14, da heißt es, segnet die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Und dann noch ab Vers 17, vergeltet niemals Böses mit Bösem, seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen, dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Ja, wir leben in einer Zeit, wo viele Menschen dem Evangelium immer ablehnender, ja oft in offener Feindschaft gegenüberstehen. In vielen Ländern unserer Welt werden die Nachfolger Jesu ganz offen verfolgt, bekämpft, ja sogar umgebracht. Wenn ich die Dinge von oben durch, die ich regelmäßig bekomme, immer lese, was da alles passiert mit meinen Glaubensgeschwistern in diesen Ländern und wie sie verfolgt werden und trotz aller äußeren Probleme und Not, die sie haben, ja, sie sind oft mit dem Tode wirklich bedroht, erleben schlimme Dinge in ihren Familien, trotzdem folgen sie Jesus nach. Welch ein Wunder, ja. Und ja, wir möchten auch gerade für sie immer wieder beten, für sie eintreten, ja, dass sie durchhalten in ihren großen Schwierigkeiten. Aber Lob und Dank ist es ja so, dass bei uns noch wir in der glücklichen Lage sind, dass wir frei noch das Wort Gottes hier verkünden dürfen. Und trotzdem im Leben des einzelnen Christen, aber auch im Leben einer Gemeinde, tritt auch hier in unserem Land oft die Feindschaft der Welt Gott gegenüber mehr oder weniger ganz offen zutage. Das kann beim einzelnen Nachfolger Jesu der Vorgesetzte am Arbeitsplatz sein, der es einfach nicht verträgt, dass da einer ist, der sich nicht den Regeln der heutigen Ellenbogengesellschaft unterwirft, so nach dem Motto, jetzt komme ich, dann nochmals ich und dann vielleicht irgendwo der andere. Kann auch in der Schule sein, vielleicht, wenn es im Biologieunterricht um die Entstehungsgeschichte der Erde oder die Entwicklung des Menschen geht, wenn da ein gläubiger Schüler eben bei der Aussage des Lehrers, dass der Mensch vom Affen abstammt, klar seinen Standpunkt vom Wort Gottes her vertritt und dieser unbewiesenen These entgegentritt. Die Quittung für sein klares Bekenntnis bekommt er vielleicht dann ein paar Monate später in seinem Zeugnis zu spüren. Oder es kann auch der ungläubige Ehepartner sein, der versucht, ständig den Gläubigen zu provozieren und ihn dahin zu bringen, vielleicht Dinge zu tun, die er von Gott nicht tun soll. In Bezug auf die Gemeinde kann es beispielsweise sein, dass der Gemeinderat der politischen Gemeinde versucht, ein Bauvorhaben für ein neues Gemeindehaus zu torpedieren, zu verhindern. Oder Nachbarn der Gemeinde versuchen, den Bau eines Gemeindehauses zu verhindern. Ja, im Alten Testament finden wir eine Geschichte, im 1. Samuel, Geschichte eines Mannes, der auch einen Feind bekam. Der einen Feind bekam, eben nicht, weil er Schlechtes tat, sondern weil er irgendetwas ganz anderem. Ich rede von David. David wurde von Gott als Nachfolger von Saul, als König von Israel bestimmt. Gott hatte Saul verworfen, weil er den Gehorsamsweg Gottes verlassen hat, dem Herrn abgewichen war.
Er wurde ja zu einem Zeitpunkt von Samuel, der David, zum König gesalbt, als Saul zwar von Gott schon verworfen war, aber seine Königsherrschaft immer noch ausübte. Und er blieb ja dann auch noch viele Jahre König. David nun, der einfache Hirtenknabe, wird dann wenig später, Geschichte kennen wir alle, zu einem gewaltigen Kriegsheld. Durch seinen Kampf und seinen Sieg über Goliath war der Krieg mit den Philistern entschieden. Man war begeistert von David. Nach der siegreichen Schlacht wird der damals übliche Triumphzug veranstaltet. An der Spitze seines Heers zog nun Saul in seine Heimatstadt Gibea ein. Gibea, das etwa 5 Kilometer nördlich von Jerusalem lag, war Sauls Zuhause. Dort stand seine Burg. Der König Saul, ein mächtiger, ja, großgewachsener Mann, stand nun da in glänzender Rüstung, stellte sich der Volksmenge in Siegerpose. Und nun brausen die Jubelgesänge empor. Ja, nun werde ich wieder gefeiert. Ich, der große König, der siegreiche Held Israels, jetzt lassen Sie mich wieder hochleben. Ich bin doch ein toller König, denkt Saul. Aber da auf einmal drängt sich der Text der Jubelgesänge schneidend in sein Bewusstsein. Hört er richtig? Stimmt das? Saul hat 1000 geschlagen und David 10.000. Was? Dieser hergelaufene Hirtenjunge, der durch glückliche Umstände den Goliath besiegt hat, dieser junge Bursche, der wird mehr gelobt als ich. Der soll größer sein als ich. Ich, der mächtige König Saul. Und nun packt maßlosen Zorn und Neid Saul. Immer wieder hört er es, David ist größer als Saul. David ist der Bessere. Und Saul, er sieht ab diesem Moment David als seinen Feind. Er hat ihm Angst, dass er seinen Thron übernehmen wird, dass er seinen Thron verliert an David. Aber er will diesen Thron mit allen Mitteln festhalten, obwohl er schon in den Augen Gottes kein König mehr ist. Er, der von Gott Verstoßene, erkennt, dass Gott mit diesem jungen Mann ist. In 1. Samuel 18, Vers 12 lesen wir, dass sich Saul vor David fürchtete, weil er sah, dass Gott mit ihm war und dass Gott von ihm, Saul, gewichen war. Ja, dieser David, der musste für immer verschwinden. Ab diesem Tag des jubelnden Einzugs, dem Tag, der für Saul ein neuer Triumph, ein neuer Höhepunkt als König sein sollte, erfuhr er die größte Demütigung seines Lebens. Aber er wusste eigentlich in seinem Inneren, dass er es nicht schaffen würde, David zu beseitigen, dass dieser irgendwann König sein würde. Aber trotzdem versuchte er auf alle Möglichkeiten nun Saul David umzubringen. Schon am nächsten Tag sah er eine Gelegenheit. David war ja schon vor seinem Sieg über Goliath immer wieder in der Burg Sauls gewesen. Wenn die Schwermut Saul überkam, vermochte es das Harfenspiel Davids, dass es Saul wieder besser ging. Saul hatte eigentlich David lieb gewonnen, aber nun war aus dieser Liebe abgrundtiefer Hass geworden. Und Saul hielt die Gegenwart Davids nicht mehr aus. Dieses Seitenspiel, das ihn sonst immer wieder beruhigt hat und wohlgetan hatte, das stachelte ihn jetzt so richtig auf. Da merkte er so, er spielte ja gerade mit einem Spieß herum. Und nun nahm er den Spieß und warf ihn auf David. Doch David wies rechtzeitig dem Spieß aus. Nochmals warf Saul. Auch das zweite Mal wurde David verfehlt. Tja, war der Anschlag fehlgegangen, doch Saul, der gab nicht auf. Wenn es Gott verhindert hat, dass David durch meine Hand getötet wurde, vielleicht geht es auch ein bisschen anders. Saul setzt David über 1000 Mann. Mit denen sollte er Krieg führen gegen die Philister.
dann sollte er auch sein eigener Schwiegersohn werden. Und so als Morgengabe für die Braut sollte David 100 Philister töten. Saul hoffte aber, dass es anders laufen sollte, dass die Philister David töten würden. Aber es passierte eben Folgendes. David passierte gar nichts. Im Gegenteil, anstatt 100 schlug der 200 Mann. Ja, und nun wurde die Furcht Sauls vor David noch größer. Noch weitere dreimal versuchte Saul, David zu töten. Aber immer wieder wurde David bewahrt durch die Hand Gottes. Und wie verhielt sich David in der Situation weiter? Er stellte sich nicht gegen Saul, obwohl er ja weiter nach seinem Leben trachtete. David ging Saul aus dem Weg. Es wäre für ihn sicher ganz leicht gewesen, in der Situation eine große Revolte gegen Saul anzuzetteln, nach seinem Sieg über Goliath, und dann Saul einfach zu vernichten. Saul verfolgte David ständig. David war nun in die Wüste gegangen, und selbst dahin folgte ihm Saul. So eine Verfolgungsjagd ermüdet auch, und so wollte sich Saul mal in einer Höhle ausruhen. Die Männer Davids haben das aber beobachtet. Und sie sagten dann zu David, lesen davon die Geschichte in 1. Samuel 24, siehe, das ist jetzt der Tag, davon hat der Herr gesagt, ich will deinen Feind in deine Hände geben, tue, was dir gefällt. Und was machte David? Er nützte die Gelegenheit, aber nicht so, wie sich seine Männer das vorgestellt hatten. Er tat Saul nichts. Nur zum Zeichen, dass er die Möglichkeit gehabt hätte, ihn zu töten, schnitt er von dem Gewand des schlafenden Sauls ein Stückchen ab. David hatte eine enge, tiefe Beziehung zu seinem Gott. Es war ihm nicht möglich, die Situation auszunutzen und seinen Widersacher ein für alle Mal sich vom Hals zu schaffen. Er sagte zu seinen Männern, das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich tun soll und meine Hand legen an den Gesalbten des Herrn. Und etwas später rief David nach Saul, mein Herr König. Er sah sich um und er sah David. Und David blieb jetzt nicht voller Stolz stehen, nein, er demütigte sich sogar noch vor Saul. Er neigte seinen Kopf, fiel sogar vor Saul nieder. Und er sagte zu Saul, warum hörst du auf Menschen, die sagen, David sucht dein Unglück. Schau doch, heute hätte ich die Möglichkeit gehabt, dort in der Höhle dich zu töten. Ja, meine Leute haben so gesagt, jetzt töte ihn. Aber ich habe es nicht getan. Da schau her, ich habe diesen Zipfel von deinem Rock. Und der Herr wird der Richter sein zwischen dir und mir. Aber meine Hand wird nicht rächen. Ich werde keine Hand an dich legen. Und Saul war über diese Worte Davids tief bewegt und weinte. Und er sagte zu David, du bist gerechter als ich. Du hast mir Gutes gewiesen, ich aber habe dir Böses erwiesen. Der Herr vergelte dir Gutes für diesen Tag, was du an mir getan hast. Nun weiß ich, dass du König werden wirst und das Königreich Israels wird in deiner Hand bestehen. So schwöre mir nun, sagte Saul weiter, dass beim Herrn, dass du nicht ausrottest meinen Samen und nach mir und meinen Namen nicht austilgest meines Vaters Haus. Und David schwur, Saul und Saul zog fort. Doch Saul änderte sich nicht. Weiter versuchte er immer noch David zu töten. Bis zu seinem Tod verfolgte Saul David weiter. Und wie starb Saul schlussendlich? Durch seine eigene Hand. Er stürzte sich völlig verzweifelt, verwundet von den Pfeilern der Philister in sein Schwert. Warum wurde Saul Davids Feind? Weil Gott mit David war. David war für Saul das lebendige Gewissen. An ihm sah Saul, wie er sein sollte. David war gehorsam. Saul war ungehorsam. Wodurch war David in erster Linie das Gewissen Sauls? Durch sein Reden? Nein, durch sein Handeln, durch seinen Wandel. Was hätte Saul tun sollen? Sich warnen lassen? Seinen Ungehorsam ablegen, dann wäre David ein Segen für ihn gewesen. Aber er blieb auf seinem verkehrten Weg.
Und so blieb seine Angst bis zum Schluss seines Lebens vor Gott und vor David. Auch wir heute als neutestamentliche Gemeinde, ja, wir sind auch so gewissermaßen das Gewissen für unsere Umgebung. Wir als Gemeinde, aber auch jeder Einzelne von uns als Christ in seiner täglichen Umgebung, am Arbeitsplatz, zu Hause, in der Schule, in und durch unser Leben, unser Handeln, unser tägliches Tun, an unserem Verhalten, da, aber auch an unserem Reden, müssen die Menschen, mit denen wir umgehen, merken, der hat was, was ich nicht habe, was ich haben sollte. Jesus muss an uns sichtbar werden. Wer Dinge in unserer Gegenwart tut, die Sünde sind, der muss eigentlich in unserer Gegenwart unruhig werden. Und das kann auch, wie bei David, in offene Feindschaft ausarten. Keine Angst. In einem alten Lied heißt es einmal, hab ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott. Was kann mir tun der Feinde und Widersacher Gott? David, er wurde in all dieser Verfolgung durch Saul wunderbar bewahrt. Warum? Weil er sich einfach rückhaltlos auf Gottes Seite stellte. Er suchte überhaupt nicht seinen Vorteil. Er hätte es viel bequemer haben können, wenn Saul nicht mehr am Leben gewesen wäre. Aber ihm war der Gehorsam Gott gegenüber viel, viel wichtiger. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 13, ich lese das mal nach Hoffnung für alle, ihr seid das Salz der Erde, aber so wie das Salz nutzlos ist, wenn es seine Kraft verliert, so seid auch ihr nutzlos und man wird über euch hinweggehen, wenn ihr eure Aufgabe in der Welt nicht erfüllt. Salz, das Vermischte mit anderen Bestandteilen, wird an Wirkkraft verlieren, hat keine Wirkkraft mehr. David lebte sein Leben Saul gegenüber ohne irgendwelche Kompromisse. Er bezog immer einen klaren Standpunkt. Ich denke, wenn wir anfangen, mit der Welt Kompromisse zu machen, werden die Aussagen, die wir machen, wird unsere Einladungen, die wir aussprechen, mal auch vielleicht in die Gemeinde zu kommen, zu Jesus zu kommen, kraft- und saftlos werden. Wie wird jemand noch einen Christen ein Wort Gottes abnehmen, wenn dieser Christ immer wieder Dinge tut und Dinge gut heißt, die mit dem Wort Gottes nicht übereinstimmen? Und interessanterweise weiß oft die Welt sehr genau, wie ein Christ auszusehen hat, wie ein Christ handeln sollte. Ja, ich denke, werden wir unserer Salzkraft, die wir bekommen haben, doch immer wieder neu bewusst. Wir, die Gemeinde Jesu, hat noch die Salzkraft. Ja, so viel Salzkraft auch, das Gericht Gottes aufzuhalten, das über die Welt kommen wird. Ja, die Salzkraft, die kommt aus der Fülle des Heiligen Geistes. Ja. Und wenn die Gemeinde einmal entrückt sein wird, wenn uns Jesus heimholt, dann wird das Gericht in gewaltiger, brutaler Macht in einem wahnsinnigen Ausmaß über diese Welt hereinbrechen. Jeder von uns sollte seine Umgebung würzen mit göttlichem Salz. Ob es den Menschen gefällt oder nicht gefällt. Ob Widerstand kommt oder ob sich die Menschen dadurch für Gott entscheiden. Wir sollen einfach Salz sein. Unseren Dienst tun. Was dann die Menschen machen und wie sie sich entscheiden, das dürfen wir getrost Gott überlassen. Aber wir sollen Salz sein. Wenn durch unser Leben keine Reaktionen in unserer Umgebung mehr ausgelöst werden, für oder gegen Gott, müssen wir uns vielleicht fragen, wo stehen wir? Ob wir uns vielleicht zu sehr schon unserer Umgebung angepasst haben?
Im Kindergottesdienst haben wir mal früher ein Lied gesungen. Tote Fische schwimmen immer mit dem Strom, lassen sich mit allen anderen dahintreiben. Ja, schwimmen gegen den Strom, schwimmen gegen die Ströme dieser Zeit, gegen diesen ganzen Zeitgeist, der immer mehr Gestalt gewinnt, der in eine ganz andere Richtung geht wie in Gottes Richtung. Das bedeutet Kraftaufwand. Das bedeutet, dass man fit ist. Fit durch ständige Nahrungsaufnahme und Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Ja, ich denke gerade, momentan ist ja noch heute ist der Abschluss von den Olympischen Spielen in Paris. Und wenn man sieht, mit welcher Vehemenz, mit welcher Hingabe diese Leute auf dieses Ziel hinfiebern, einmal bei den Olympischen Spielen die Goldmedaille zu gewinnen. Dass sie da alles ja, dran setzen, sich ja, wirklich vielem enthalten, was ihnen eigentlich vielleicht Spaß machen täte. Aber nein, sie haben ein wahnsinniges Ziel. Goldmedaille. Einmal die Goldmedaille zu bekommen. Und sie begeben sich da oft jahrelang in eine ja, asketische Lebensführung und alles Mögliche, nur um dieses Ziel zu erreichen. Ja, für mich sind diese Leute irgendwie in ihrer ganzen Art und Weise ein Vorbild. Ja, auf dem Weg, Paulus schreibt ja auch einmal, wir sind in der Kampfbahn des Glaubens. Wir sollen uns das immer wieder bewusst sein, dass wir in einer Kampfbahn stehen und dass wir das Ziel, das uns Gott gegeben hat, immer wieder fest ins Auge fassen sollen. Ja, dass wir eine enge Verbindung mit unserem Herrn immer wieder pflegen und haben, damit wir immer wieder diesen Fokus haben auf dieses Ziel, das er uns geschenkt hat und das uns verheißen hat. Und Jesus, er schenkt uns auch heute wieder die Kraft, so ein lebendiger Fisch zu sein. Ein Fisch, der gegen den Strom schwimmt. Paulus, er singt im Psalm 31, Vers 4, denn du bist mein Fels und meine Burg und um deines Namens willen wolltest du mich leiten und führen. Ich habe mal eine Geschichte von jemand gehört, der folgendes Erlebnis erzählte. Er war da irgendwo im Gebirge, da war ein mächtiger Wasserfall. Der Erzähler beobachtete nun immer wieder einen Vogel, der zu diesem Wasserfall flog und dann plötzlich verschwand und nach einiger Zeit wieder auftauchte. Er wollte der Sache nun doch ein bisschen näher auf den Grund gehen. Wohin verschwand denn dieser Vogel? Er kam etwas näher an den Wasserfall heran und sah, dass nun dieser Vogel immer wieder durch den Wasserfall hindurchflog und nach einiger Zeit wieder zum Vorschein kam. Ihm gelang es, dann von der Seite hinter diesen Wasserfall zu sehen. Und was sah er da? Was sah er da? Versteckt ein Nest im Felsen mit jungen Vögeln. Es war so geschickt hingebaut, dass das Spritzwasser des Wasserfalls dort überhaupt nicht hinkam. Das Nest blieb trocken. Obwohl kurz davor das Wasser tobte und brauste. Durch den überhängenden Felsen wurden die Vögel bewahrt. Ja, ich finde das ein schönes Bild zum Felsen Jesu, wie es David auch jetzt gerade uns gesagt hat durch diesen Psalm. Wir werden im Felsen Jesus bewahrt, trotz weil alles um uns tobt und braust und immer schlimmer vielleicht um uns tobt und braust. Wie gesagt, am Anfang habe ich das gesagt mit dem Sohn, Glaubensgeschwistern in vielen Ländern, die erleben das Toben noch ganz, ganz anders. Aber sie halten an Jesus fest. Das ist wunderbar. Und in ihm sind wir geborgen, ja, in diesem Felsen Jesus. Aber wichtig ist, dass wir nahe bei ihm bleiben, dass wir uns ganz nahe bei ihm aufhalten. Dort drin, nahe bei dem Fels, wo das Vogelnest war, da herrschte Dämmerlicht. Aber irgendwann, wenn die jungen Vögel dann flügge werden, dann werden sie das volle Licht der Sonne genießen und erleben. Und so wird es auch einmal bei uns sein.
wenn wir herausgenommen sein werden, herausgenommen aus dieser Welt, wenn wir mit Jesus einmal vereint sein werden. Jesus, unser Fels, er will uns hindurchbringen durch die Stürme und Probleme dieser Zeit. Und dass wir ein Segen sein können in unsere Umgebung hinein. Ja, noch einmal, wir leben in einer gottfeindlichen Umfeld. Lasst uns in diesem gottfeindlichen Umfeld Friedensstifter sein. Lassen wir uns nicht durch unser Umfeld prägen, sondern prägen wir mit unserem Verhalten unsere Umfeld. Ja, wie es eingangs auch in dem Text hieß, Römer 12, unter anderem, ist es möglich, so viel an uns liegt, an mir liegt, so habt Frieden mit allen Menschen. Mögen wir so Friedensstifter auch in unserer Umgebung sein. Die Anfeindungen der Gemeinde, die werden mit Sicherheit zunehmen, auch in unserem Land. Aber der Herr schenkt uns die Kraft, durch seinen Geist durchzuhalten. Durchzuhalten, bis wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Die Herren dieser Welt, die gehen. Aber eines dürfen wir wissen, unser Herr kommt. Halleluja, er kommt. Unsere Zeit steht in seinen Händen. Das dürfen wir immer wieder erfahren und erleben. Amen. Herr Jesus, hab einfach Dank, dass wir, ja, schenke uns wirklich Gnade, dass wir solche Friedensstifter in unserer Zeit, in unserer Umgebung sein können. Lass uns wirklich immer wieder mit dir vorwärts gehen. Wirklich in dieser Kampfbahn des Glaubens uns immer wieder vorwärts gehen, weitergehen, das Ziel fest im Auge zu haben. Schenke uns da immer wieder Kraft durch deinen Geist. Du willst uns ausfüllen, du willst uns befähigen, durchzuhalten bis zum Ziel. Hab einfach Lob und Dank, dass wir mit dir auch jetzt weiter in diesen Tag, in diese Woche hineingehen dürfen. Dank sei dir für deine unendliche Liebe, die du mit uns hast. Amen.